Die Regenzeit geht in Verlängerung. Hallo Leute, das ist wieder Mario aus dem extrem regnerischen Thailand heute. Ganz gut für die Pflanzen natürlich. Schaut euch mal diese Aussicht an. Klar, wenn die Sonne scheint, ist sie noch etwas schöner, aber auch das Regenwald-Feeling hier ist einzigartig. Und man sieht von hier oben auch schon, wie der ganze Dschungel hier so langsam gedeiht. Ja, wie gesagt, viel, viel Regen. Um den Baum herum kann man sehen, da staut sich bereits das Wasser. Die Hühner sind im Trocknen, aber auch da hinten sehr viel Wasser beim Hühnergehege. Ich hoffe, dass es heute nicht mehr allzu heftig regnet. Teich auch fast wieder voll, aber nicht nur vom Regen, sondern da habe ich auch selber noch ein bisschen nachgeholfen. Bei der Gemeinde Wasser bestellt und rüberpumpen lassen, damit vor allem die Pflanzen um den Teich etwas schneller wachsen. Der Nachbar da drüben hat begonnen, das Büffelgras zu ernten. Das hat dazu geführt, dass einige Schlangen zu uns rüberkamen, aber kleine, weil die großen kommen da hinten gar nicht unten durch. Da hinten hat es einen Abfluss, genau eben für solche Tage, wenn es so heftig regnet. Und da sind ein paar kleine Schlangen reingekommen, aber nicht der Rede wert. Ich glaube, sogar die Hühner hätten die gefressen. Die großen sind wahrscheinlich in die andere Richtung. Wir hatten letzte Woche eine Challenge am Laufen. Ich habe mal darüber berichtet. Und zwar ging es darum, wie viele Pflanzen ich noch hier auf dem Land pflanzen kann. Es wurden weitere 440 Pflanzen circa bestellt und 8 große Bäume. Die werden im Laufe dieser Woche noch kommen. Meine Frau ist ja noch weg, noch ein paar Tage an einer Beerdigung. Und wenn sie dann wieder kommt, geht es denn hier los? Ist jetzt auch nicht schlecht, dass es ein bisschen Wasser gibt. Der Boden wird dann sicher gut durchnässt und feucht sein für die neuen Bäume. Aber wenn es dann soweit ist, werde ich auch darüber berichten, wie das dann hier ausschaut. Ja, wir machen schnell einen kleinen Rundgang. Ich hole noch den Regenschirm. Okay, dann gehen wir mal schauen. Hier, wie gesagt, noch ein paar Pflänzchen, die gepflanzt werden müssen. Da in diesem Bereich haben wir, glaube ich, nicht allzu viel gemacht. Abgesehen von ein paar, ja doch, 2 große Bäume. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht gut. Die stehen jetzt voll im Wasser. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber die sind ja schon relativ groß. Ja, es hat geregnet. Es hat geregnet. Einerseits haben wir diesen Baum hier noch geholt. Der hat so schöne orange Blüten. Wenn sie dann kommen, müssen wir noch ein bisschen warten. Dann weiter durch den Matsch. Hier, das ist jetzt halt gar nicht so toll da. Da ist ein Rosenapfelbaum. Ein schöner. Der wird auch riesig und hat dann wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Früchte. Den haben wir noch gepflanzt. Jetzt, ja, das ist natürlich jetzt wirklich nicht ideal, dass ein neuer Baum gerade so in der Pfütze steht. Nicht, dass die Wurzeln noch verfaulen und er abstirbt. Aber ich hoffe jetzt mal, dass es morgen wieder heiß und schön ist und dann das Wasser schnell wieder verschwindet. Dann, oh, was ist denn da los? Ich glaube, der braucht auch eine Stütze da. Er wächst auch sehr schnell, aber irgendwie ist er gerade ein bisschen schräg. Ja, ich sehe schon, ich muss da überall etwas nachhelfen. Die Bäume wachsen schneller, als ich gedacht habe. Und die Baumstämme sind noch relativ schmal. Dann, da hinten haben wir dann auch noch einen schönen neuen Baum. Einer, der mir sehr gut gefällt. Und zwar, wo ist er? Hier. Was für ein Prachtstück. Das ist Jackfruit. Und in einer stattlichen Größe. Das Bäumchen hat ein bisschen mehr als 100 Euro gekostet. Aber ich schätze mal, der wird schon bald, hoffe ich mal, riesige Früchte tragen. Jackfruit wird ja wirklich gigantisch, diese Frucht, und auf die freue ich mich natürlich extrem. Da haben wir noch ein kleines Gärtchen gemacht, ist natürlich noch nicht fertig,
wo dann Tomaten hinkommen. Da kommt dann Komposterde rein und Tomaten. Oi, Matschi, Matschi. Dann schauen wir da hinten. Hier gab es relativ viel noch. Da haben wir noch ein paar Papayas gepflanzt. Ich könnte sehen, da an der Wand entlang kleinere Papaya-Bäume. Dann haben wir dort auch noch Zitrone, also richtige Zitrone, die gelbe. Limette haben wir ja schon einige. Da noch zwei Bananenbäumchen, die ich noch nicht hatte. Nochmals Papaya. Und hier vorne an der Wand entlang auch noch sehr viel Gemüse. Wie zum Beispiel thailändische Aubergine, Zucchini. Dann haben wir noch Granatapfel, mehrere Bäumchen. Pfeffer habe ich auch noch, brasilianischen Pfeffer. Plus noch so ein paar Kräuter, die man dann in den Kochtopf geben kann. Aber frag mich nicht, wie sie heißen. Die hat Jui ausgesucht. Ja, da hinten wird es dann schon langsam etwas kritisch. Ich weiß nicht, ob ich das da schon gezeigt habe. Dort habe ich noch so ein kleines Beet gemacht. Das ist halt jetzt noch ein bisschen Kompost drauf. Aber das wird dann nachher so eine Region geben, da hinten, wo Wassermelone, Kürbis und so noch gepflanzt wird. Und Hühnergehege, alles gut. Hühner auch. Hühner sind immer frei. Jeden Tag jetzt. Um die 4 bis 5 Stunden rennen sie herum. Und ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die so zutraulich sind. Ich hatte etwas die Befürchtung, dass die Hühner nicht mehr ins Gehege zurückgehen, wenn ich jetzt irgendwie schnell weg muss oder Hunde freilassen möchte. Aber die sind permanent bei mir. Sobald du hierher kommst, sind die Hühner nur um die Füße rum. Die rennen dir um die Füße, sogar echt nervig. Die picken auch mit dem Schnabel immer gerne mal in die Crocs rein, also in die Schuhe, in die Flipflops. Und wenn du in den Hühnerstall läufst, musst du nur pfeifen und die Hühner kommen. Also, boah, das hätte ich mir jetzt nicht so easy vorgestellt. Aber ist natürlich schön. Aber noch was zum Hühnergehege. In der Mitte muss noch ein Pfeiler rein. Weil man sieht es ja, es schaut ein bisschen so aus, als wäre das Holz nicht stabil genug, um das Gewicht des Daches vor allem in der Mitte zu halten. Dort werde ich vielleicht mit Bambus ein bisschen stützen, das Ganze. Wäre zwar auch eine Möglichkeit, oder im Notfall dann halt nochmals einen Betonpfeiler bestellen und den dann in der Mitte noch montieren. Wenn ich einen Betonpfeiler nehme, wäre der Vorteil, der hat ja so Löcher, dann könnte ich dort noch ein paar Hölzchen durchschieben, dann hätten die Hühner auch noch so ein paar Stängel, wo sie sitzen können. Das Einzige im Zusammenhang mit den Hühnern, das ich komisch finde, ich habe jetzt seit 3 Tagen kein Ei mehr. Obwohl sie frei sind, draußen essen können, was sie wollen, genug Wasser haben. Ja, irgendwie legen sie zurzeit einfach keine Eier. Dann noch ein Update zu den Bananenbäumen. Da gibt es extrem viele Bananen. Jetzt fast jeder dritte Baum hat Bananen. Und sie kommen auch sehr schön, vor allem bei den großen Bäumen, wie man hier sehen kann. Die großen Bäume, die kleinen, die stürzen ja fast ein, wenn sie mal Banane haben, aber die großen wirklich super. Die Blüte, die haben wir letztens auch mal abgeschnitten bei einigen Bäumen und gekocht. Ist sehr lecker, kann ich auch nur empfehlen. Und dann haben wir auch noch einen Pomelo-Strauch oder Baum gekauft, wie man es dann auch immer nennt. Der hat eine Frucht, aber die liegt dort unten in der Erde. Und kleinere kommen auch schon langsam, aber ist eigentlich nicht mal so wichtig. Der soll jetzt zuerst groß und stark werden. Aber das ist vietnamesische Pomelo, die wird dann rot sein. Sonst, auch da der Mangobaum, der lange nicht wirklich gewachsen ist, der beginnt jetzt auch zu wachsen. Überall. Und da vorne der Rosenapfelbaum hier, den ich mal gekauft habe vor ein paar Monaten, der schießt auch so richtig wieder in die Höhe. Es ist unglaublich. Ich muss den auch ein bisschen stützen hier, vor allem auf der Seite da. Ja, und Teich habe ich noch Wasser reingelassen, wie vorher gesagt. Da ist der Wasserstand auch wieder relativ gut.
bisschen Reserve lasse ich jetzt noch für heftige Regenfälle, wie eben jetzt die letzten Tage oder zumindest heute. Und hoffen wir mal, dass hier die Pflanzen jetzt Wasser ansaugen und sich noch schneller ausbreiten. Dann haben wir noch 200 Pflanzen bestellt für um den Teich herum. Die kommen dann auch irgendwann nächste Woche. Und dann werden wir da auch loslegen mit der Bepflanzung um den Teich. Also es wird noch viel geschehen in den nächsten, ja, sagen wir mal, 2-3 Wochen. Noch ein kleiner Blick auf die Durien. Ja, scheint noch gut auszuschauen. Mal schauen, wie lange noch. Und auch hier hinten an der Wand habe ich noch Schaba gepflanzt. Die werden dann irgendwann hier auch die Wand mit, ja, so halt wie eine Hecke gibt's, und dann sieht man die Mauer dann hoffentlich hier auch nicht mehr. Ja, das sind halt jetzt so die kleinen Dinge, die aktuell gerade anstehen. Mal ein bisschen an der Mauer arbeiten, dass die dann in ein paar Jahren nicht mehr sichtbar ist. Und eben auch der Teich. Ja, das war's von heute. Kurzes Garten-Update. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, bleibt gesund. Grüße aus dem sehr, sehr regnerischen Thailand.